Liebe GC-Fans, ganz herzlich willkommen. Sonntag, 19. Februar, es ist Derby-Zeit. Herzlich willkommen hier aus dem Stadion Letzigrund zum Spiel GC gegen den FCZ. Ja, GC also von links nach rechts hat Anstoss und da fängt das Spiel auch gerade an zu ziehen. Dann spielt einen hinteren auf der Abrasche. Dann der zum Pusic, der ja das letzte getroffen im Derby. Zwischenzeitlich 2-0 hat der Mann die Nummer 10 geschossen. Moreira gerade unter Druck gesetzt worden, weiter Ball Richtung Jota Morandi, dann Richtung Sturmspitze führen. Schön wieder mit dem Kopf in Richtung Kawabe, kein Offside, Kawabe zieht drauf, kann schiessen, Kawabe zieht ab und dann eben die erste Parade vom Brecher da. Eine Top-Gelegenheit von unserem Japaner. Der Brecher aber nicht können bezwingen, aber wir haben hier einen Blitzstart angelegt nach rund 20 Sekunden. Kann der FCZ allerdings für das erste klären. Geht es jetzt aber schön nach. Kawabe schön weitergeleitet. In 16er rein, hoch rein. Und überpassen. Und der Nachschuss von Dominik Schmid. Die zweite grosse Chance. Da bereit. Und dann der Dominik Schmid dafür vorne. Weiter vorne sich befindet. Also auch ein variables Spiel da. Jetzt ein langer Ball in Richtung Dadaschow. Der probiert sich im 16er durchzusetzen und wird dann umgeleitet. Und Penalti. Es gibt Penalti für GC. Penalti für GC in der 29. Minute. Ja, hat schon ein bisschen stark nach Umreissen, oder respektive, ist auch gut gefallen, aber so, also Penalti. 30. Spielminute, der Bölle, jetzt den gerade Freike, Renat Dadaschow nimmt Anlauf. 1-0 für den Grasshopper Club Zürich. Dadaschow. Sein 6. Saisongoal, GC führt mit 1-0. Schön den Brecher verladen, in falsche Ecke geschickt und dann also Renat Dadaschow mit dem Topf. Er hat die Verantwortung übernommen und zeigt, dass er gewachsen ist. Somit also GC 1, FCZ 0. Unter Kontrolle zu bringen. Dann wieder ein FCZler da, zeigt da, dass er getroffen worden ist im Gesicht. Das ist der Marquesano, der sich da dreht, aber das Spiel läuft weiter. Tosin über die linke Seite ist bereits im 16er drin. Tosin. Und dann Moreira braucht er. Super, Moreira sich da. Der Winkel verkürzt und dann hat aus einem sehr spitzen Winkel ist es dann interessant, dass klar ist bei dem Spielstand. Führt jetzt aus, aber doch mit dem Morandi kurz gespielt. Pusic hoch rein jetzt. Schön. Dadaschow! Riesen Chance von Dadaschow! Millimeter am linken Pfosten vorbei. Dadaschow da hoch gestiegen. Riesen Chance. In der Sturmspitze vorne. Jetzt im Mittelfeld setzt sich da Zürich durch, geht über rechts über den Boran Jasovic. Der spielt sich in Mitte rein. Jetzt steigen alle hoch und Okita mit dem Abschluss. Ja, und dann geht es mal. Zeltz, GC1, FCZ1, ich glaube es ist Tosin. Wie war es denn? Wo da seine Mannen zurück ins Spiel bringt. Ja, da ist es einfach sehr schnell gegangen mit der rechten Seite, Flanke in die Mitte und dann ist unsere ganze Abwehr überlistet. Böhle ist wieder beim Krasniki, beim FCZ, es geht über die linke Angriffsseite. Jetzt aber wieder viel Hoppers hinter dem Ball. Trotzdem ein höherer Ball in Richtung 16, das wird gefährlich und der Böhle ist drin. 2-1 yeah. Für den FCZ. Wieder der Tosi in 2-1 für den FCZ, das gibt's nicht. Oh. Ist er irgendwie schneller am Bölle und dann kullert der Ball an Moreira vorbei, 2-1. Ja, das hat eigentlich so ausgesehen, als könnte man den Angriff klären, aber dann kann Zürich einschieben. Ja, so vergibt man eine Führung. GC macht das eben auch so, ein kleines Spiel im Mittelfeld. Wer hat da die Oberhand? Leider der FCZ. Achtung, gut Mitte. Bleibt hängen, Bonjasovic und Böhle. Leider ab auf den Kunde, der zieht ab. Gute Chance. Und da hat es einen anderen Moreira gebraucht, der den Böhle noch raushext. Und so das 3-1 und das eigentlich die Vorentscheidung verhindert. Somit zum Glück nur Kunde für den FCZ. Bändig aus Spola über links, das ist nicht seine Seite. Flanke kommt tatsächlich Mitte, aber viel zu tief. Und jetzt müsste wahrscheinlich das 3-1 kommen. Moreira so wegen zurück, aber jetzt kommt tatsächlich der Konter 3 gegen 1, 3 gegen den Goalie. Ja, Tosin rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Achtung, geht dann über und dann, dann schiesst dann der FCZ tatsächlich über das Goal. Der Simic, das müsste klar 3-1 sein, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig. Der FCZ gönnt das Derby. Ja, ein Zeichen ist das. GC 1, FCZ
2. Wir verlieren das Derby nach einer Führung. Besonders bitter,